Ein herzliches Willkommen zurück auf dem dunklen Schloss Black Mirror. Und wir sind mittlerweile in Kapitel 2 und es ist einiges wieder passiert. Henry, unser guter Gärtner, ist von uns gegangen. Man vermutet, er ist gestorben anhand von zu viel Betrunkenheit, wo er dann im Garten ersoffen ist. Aber ob das so wirklich die Wahrheit entspricht, ich weiß es nicht. Und wir sind gerade auf der Suche nach Bates. Eventuell ist er ja im Keller. Die Tür ist zumindest offen und wir gehen mal rein. Die Tür steht offen? Da unten muss jemand sein. Ganz schön großer Keller. Okay. Weinfässer voller Rotwein. Nicht schlecht. Das ist ein gewaltiger Keller. Ah, und da ist er ja schon. Bates? Ja, Sir? Bates, lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren? Ja. Im Keller ist eine große Pumpe. Sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss. Damit kann man den Wasserstand ändern. Nach dem, was passiert ist, halte ich es allerdings nicht für ratsam, ihn zu leeren. Und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden, Sir. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Wir haben das Recht, herauszufinden, was geschehen ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. In dem Fall wäre es vermutlich das Beste, es niemandem zu sagen. Meinten Sie das, Sir? So ist es. Sehr geil. Sie haben gesagt, Sie waren dabei, als man Henry aus dem Brunnen holte. Das war ich leider. Der Anblick war schrecklich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich verantwortlich für das, was ihm passiert ist. Warum sagen Sie so etwas, Sir? Nun, ich gab ihm die Anweisung, den Brunnen zu reinigen. Er wollte es nicht machen, aber ich beharrte darauf. So dürfen Sie nicht denken, Sir. Wenn er nicht getrunken hätte, wäre es bestimmt nicht passiert. Und ich habe gehört, wie Dr. Herman sagte, dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war. Es war nicht Ihre Schuld. Er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht. Das hoffe ich sehr. Bates hat vermutlich recht. Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen. Haben Sie Robert heute gesehen? Ja, Sir Robert hat heute Morgen im Esszimmer Zeitung gelesen. Wenn Sie ihn sprechen möchten, finden Sie ihn bestimmt in seinem Arbeitszimmer. Ich habe mit Collier gesprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir eine Menge Fragen gestellt. Worüber hat er Sie ausgefragt? Viele Dinge. Aber hauptsächlich interessiert ihn, wo wir Henry gefunden haben. Es war sehr unangenehm, alles noch einmal beschreiben zu müssen, Sir. Ah. Können Sie wiederholen, was Sie ihm gesagt haben? Ich habe schon befürchtet, dass Sie das fragen. Tja, wenn es sein muss. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Zimmertür geweckt. Morris schrie etwas über Henry. Er war völlig durcheinander und brüllte zusammenhanglose Sätze. Er wollte, dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was geschehen war. Gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen? Ja. Und erst dort wurde mir klar, was passiert war. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um mich zu sammeln, aber dann ging ich sofort zum Telefon. Wie spät war es da? Etwa 6 Uhr morgens. Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein. Das ist alles, Sir. Den Rest kennen Sie ja. Ja, danke für Ihre Geduld, Bates. Das ist ja merkwürdig. Er sagt, er geht zum Telefon und Morris sagt, er ist sofort in die Stadt gefahren, um die Polizei zu holen. Aber wenn er doch die Polizei gerufen hat, macht es doch gar keinen Sinn, in die Stadt zu fahren. Wann ist Dr. Herman gegangen? Vor einer halben Stunde. Er brachte Henrys Leiche in die alte Leichenhalle. Hat er vielleicht gesagt, was er von all dem hält? Er hat sich länger mit dem Inspektor unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber sie gesprochen haben. Ich war so aufgelöst. Ich habe nicht richtig hingehört. In Ordnung. Das wäre alles, Bates. Also liegt Henrys Leiche in der alten Leichenhalle. Was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen? Er arbeitet doch im Stall, oder? Ja, aber manchmal hilft er auch im Garten.
Henry kann nicht alles alleine schaffen. Ich meine, er konnte nicht. Bates, warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei? Unter diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten. Nein, Sir, ich möchte nicht herumsitzen und grübeln. Ich möchte mich lieber um meine Pflichten kümmern. Das hilft mir, mich abzulenken. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Armer Bates, armer Bates. Okay. Dann haben wir schon mal zwei wichtige Aufgaben. Den Brunnen leeren und Dr. Herman besuchen. Ich möchte mal nur schauen. Ich kann jetzt nicht gehen. Okay, ich wollte nur auf die Karte gucken. Okay, dann gucken wir mal. Er hatte gesagt, im Keller können wir das Ganze ablassen. Sie sind voller Trinkwasser. Der Keller ist ziemlich kalt, also ist das Wasser immer kühl. Sonst? Ich sehe nichts Besonderes. Okay, alles klar. Ach, hier geht's noch nach hinten. Ah, das sind wir gefunden. Ja, gut, ja. Da haben wir noch ein Fass. Wahrscheinlich auch wieder nichts von Bedeutung. Es ist leer. Da ist nichts drin. Okay, gucken wir mal eben in die Weinregale. Hier werden unsere besten Jahrgänge gelagert. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind hier ideal. Vielleicht nehme ich später eine Flasche mit. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Hier haben wir die Regler. Regler zur Wasserverteilung. Oh, ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Da fehlt ein Rad. Achso, wir können ja jetzt machen. Wollen wir mal Bates fragen. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Bates, diese Pumpe, von der wir gesprochen haben. Ja, Sir. Ich glaube, sie ist defekt. Welches Ventil regelt den Wasserstand? Die Pumpe funktioniert schon, Sir, aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen. Der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln. Man braucht nur einen Moment, um dahinter zu kommen, wie es geht. Woran kann ich denn erkennen, ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe? Wenn ich mich recht erinnere, wird der Wasserstand des Brunnens in der zweiten Säule von rechts angezeigt. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, zweite Säule von rechts. Dann schauen wir mal, ob wir dieses kleine Rätsel lösen können. Also wahrscheinlich sind das hier zwei rechts, zweite von rechts, das hier. Mal gucken, was passiert denn hier. Okay, da geht es wieder hoch. Da passiert gar nichts. Ah, hier lernen wir zumindest was, aber die anderen werden voller. Oh, die hab ich aufgepasst. Jetzt können wir das wieder nicht drehen. Wahrscheinlich, weil das Ding voll ist. Oh. Tolles System. Wird es resettet, wenn wir wieder rausgehen und wieder reingehen? Oh oh. Ich muss jetzt aber nicht laden, das wäre lächerlich. Ach nein, Rechtsklick kann man auch noch drehen. Alles klar. Ah, dann haben wir es doch schon, oder? Ne? Voller. Ja gut, dann können wir den voll leer machen. Zack. Okay, das war jetzt nicht wirklich schwer. Fertig. Sehr schön. Ach, natürlich. Oh, bin ich ein Depp. Da rede ich die ganze Zeit von, dass in dem Wasserteich irgendwas ist mit einem Schlüssel. Und wir suchen einen Schlüssel. Und dann rede ich davon, dass wahrscheinlich der Schlüssel bei Henry ist. Und wer war im Brunnen? Henry. Also wird da wahrscheinlich... Warum fällt denn hier immer wieder der Ton aus? Oh, das ist natürlich nervig. Sehr, sehr schade. Hoffentlich ist das hier gleich wieder weg. Ah, das liegt wohl ein bisschen am Regen. Tut mir leid jetzt, das sind aber... Oh,
Fiona an. Das ist jetzt ein blöder Bug. Das können wir bestimmt wieder fotografieren. Oh, es ist ärgerlich. Da einfach der Ton ausfällt. Ich sehe gar nichts, außer Schlamm. Wo ist dieser glitzernde Gegenstand? Okay. Oh, nichts, das den irgendwie mitgepumpt hat. Aber sonst können wir hier nichts machen anscheinend. Ein seltsames Symbol. Ah! Bingo. Dies muss der Gegenstand sein, der am Boden gefunkelt hat. Da ist der Schlüssel. Und sehr merkwürdig, dass wir hier... Ein Symbol, ähnlich dem von der Turmmauer. Genau. Seltsam. Wieder so ein Symbol in der Nähe einer Leiche. Ein Symbol... Okay. Selten. Ja, ja, ja. Okay, das ist ja wohl schon... Oh, das mit dem Sound ist echt nervig. Das ist jetzt schon sehr merkwürdig, dass wir jetzt hier Symbole haben bei den Gegenden, wo die Morde passieren. Ja, jetzt scheint der Sound wieder normal zu sein. Oh, hier auch nicht. Oh Mann, was ist denn hier los jetzt? Es hängt irgendwie mit dem Regen zusammen. Okay, dann beeilen wir uns mal, dass wir wieder Ton haben. Und er passt sehr schön. Papiere und einige Münzen. Der Schein ist nicht hier. Verdammt. Wo kann er ihn nur versteckt haben, um Gottes Willen? Dann hat er wohl wirklich ihn an bei sich. Ein Brief. Er ist an Victoria adressiert. Madam, betrachten Sie dies bitte als Brief von einem anonymen Freund. Einer Ihrer Bediensteten ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass er ehemaliger Sträfling, dass er ein ehemaliger Sträfling und Dieb ist. Ich habe mehrmals beobachtet, wie er sich leise durch die alte Hintertür in den Schlosskeller geschlichen hat. Ich habe gesehen, wie er mehrere Flaschen Wein des besten Jahrgangs genommen hat, den Sie so sehr schätzen. Zweifelsohne hat er auch einige Ihrer Wertsachen mitgehen lassen. Ich habe beschlossen, Ihnen diesen Brief zu schreiben, um weitere Diebstähle zu verhindern. Der Name des Betroffenen ist Morris. Henry hatte vor, Morris zu erpressen. Ich bin gespannt, was Morris mir dazu zu sagen hat. So, da hätten wir jetzt auch das Motiv, eindeutig. Haben wir sonst noch was? Nein, okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir ganz schön schnell zu Morris rüber. Also ich bin definitiv sicher, dass es Mord war und kein Unfall. Allein schon wegen dem Symbol. Aber was haben die Symbole damit alles zu tun? Woher kommen sie? Mal angenommen, Morris hat ihn umgebracht, dann müsste auch Morris derjenige sein, der dieses Symbol hinmacht. Aber warum sollte er William umbringen? Zumal William von oben runtergefallen ist und die Tür von innen abgeschlossen war. Alles, boah, sehr, sehr merkwürdig. Ja, Sir? So. Morris, ich weiß, dass Sie aus unserem Keller Wein gestohlen haben. Ich, Sir? Wer hat Ihnen das erzählt? Niemand. Ich habe es in einem Brief gelesen, den Henry an Victoria schrieb. Und? Was sagen Sie dazu? Naja, ich habe nur ein paar Flaschen genommen, Sir. Ehrlich. Es gibt so viele da unten. Ich dachte, es fällt nicht weiter auf. Es kommt nicht nochmal vor. Versprochen. Würden Sie mir diesen Brief geben, Sir? In Ordnung, Morris. Aber ich behalte Sie im Auge. Hier haben Sie ihn. Wieso gibt er ihm den Brief? Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Also ob das klug war, ich weiß ja nicht. Das war das einzige Beweis, um zu beweisen, dass er hier Dreck am Stecken hat. Und den geben wir einfach so her. Okay. Aber ich bin mal gespannt, kommen wir denn? Ich will nur mal gucken. Nein, wir können zwar zurück hier und hier hin, aber wir können nicht zu Dr. Herman. Dann schauen wir uns erstmal weiter hier auf der Burg um, oder auf dem Schloss, je nachdem. Oh, wir müssen hier rein. Hoffentlich ist der Sound da drin besser. Okay, das klingt schon mal gut. Gehen wir mal nach oben, weil ich gehe davon aus, dass alle im Zimmer sind. Reden wir erstmal mit Victoria.
Victoria sitzt beim Kamin in der Halle. Oh, okay. Dann reden wir mit dem guten Robert. Aber zuerst haben wir was Neues hier drin. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Okay. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Ja, aber ich bin im Moment etwas beschäftigt. Ich halte dich nicht lange auf. Na gut, ich höre. Hast du mit Collier gesprochen? Ja. Er hat mich über eine halbe Stunde lang ausgefragt. Und? Was hältst du von all dem? Ich? Colliers Theorie erscheint mir logisch. Ich glaube nicht, dass jemand Henry absichtlich töten würde. Henry hat sich des Öfteren bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Und diesmal hatte er das Pech, in den Brunnen zu fallen. Der Zustand der Leiche lag bestimmt an dem kalten Wasser. Als Arzt kann ich das mit Sicherheit bezeugen. Du hast wahrscheinlich recht. Hast du sonst noch etwas auf dem Herzen? Ich habe heute viel zu tun. Seit ich angekommen bin, hast du oft erwähnt, dass du viel zu tun hast. Also, woran arbeitest du eigentlich? Oh, ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Sagen wir einfach, ich betreibe Forschung einer bestimmten Art. Vielleicht erzähle ich dir morgen mehr darüber, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss heute Abend nach Ashbury fahren, um ein paar Ergebnisse zu überprüfen. Oh, in Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Forschung einer gewissen Art. Eine tolle Beschreibung, was er da tut. Okay, dann hätten wir eigentlich nur noch Victoria. Und es ist ja nächster Tag. Also eventuell ist ja der... Oh, der Murray heißt da, glaube ich, der Typ da, der den Laden besitzt. Wegen den Fotos und dem Schuldschein. Aber den haben wir nicht. Furchtbar, was Henry zugestoßen ist. Erst William und jetzt. Henry hat getrunken, aber ansonsten war er ein guter Mann. Es tut mir leid, Victoria. Ich möchte jetzt allein sein. Brauchst du etwas, Samuel? Die will auch immer allein sein. Dieser Arzt, Dr. Herman, wohnt er in Willow Creek? Nein, er ist vor einiger Zeit in ein verlassenes Haus in der Nähe der alten Mühle eingezogen. Es ist in der Nähe der Straße nach Willow Creek, das einzige Haus weit und breit. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Bingo. Somit denke ich doch. Na, mal schauen. Ja, sehr schön. Also können wir jetzt zu Herman. In der Hoffnung, dass wir da den Schuldschein finden, den wir dann hier wiederum einlösen können. Auf geht's. Ach. Oh, Mr. Gordon. Ich würde Ihnen einen guten Tag wünschen. Aber heute ist alles andere als das. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Sie haben gestern gesagt, ich solle vorbeikommen. Lassen Sie uns nicht weiter draußen in strömendem Regen reden. Folgen Sie mir bitte. Besser, oder nicht? Macht es Ihnen etwas aus, mit mir in die Leichenhalle zu kommen? Ich habe viel zu tun. Wir können uns dort unterhalten. Kein Problem. Gehen wir. Vorsicht vor der Treppe. Hier ist es dunkel und die Treppe ist durch die Feuchtigkeit gefährlich glatt. Was für ein krasses Anwesen. Und die Musik dazu. Also, was möchten Sie wissen? Ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen. Es war unvermeidlich, dass er so enden würde. Er war ein hoffnungsloser Fall. Was meinen Sie damit? Naja, es war nicht das erste Mal, dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist. Das weiß ich deshalb so gut, weil ich ihn immer wieder nach einem Besäufnis gesund pflegen durfte. Normalerweise war es nicht so ernst. Aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt. Es ist mir etwas peinlich, aber sehen Sie, Henry hatte etwas Wichtiges, was mir gehört. Ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden. Dann fiel mir ein, dass er es vielleicht bei sich trug und dass Sie... Was soll es denn eigentlich sein? Eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier,
aber es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie wollen, dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden, Doktor. Gordon, dieses Paket gehört zu den Beweismitteln. Ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und Ihnen geben, solange die Ermittlungen noch andauern. Aber dieses Etwas gehört mir. Das spielt keine Rolle. Bis der Fall offiziell abgeschlossen wird, darf ich Ihnen den Inhalt nicht mal zeigen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Wenigstens weiß ich, wo dieser verdammte Pfandschein ist. Geld anbieten. Mal gucken, ob es funktioniert. Doktor, könnten Sie vielleicht für einen Moment hinausgehen? Ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen, wenn Sie zurückkommen. Wie bitte? Wenn ich Ihre Familie nicht so lange kennen würde, wäre ich jetzt beleidigt. Hören Sie, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Paket muss versiegelt bleiben, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Also vergessen Sie es. Alter, der lässt auch nichts locker. Ich bin gekommen, wie wir gestern verabredet haben. Es wird nicht lange dauern, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Lassen Sie mich raten. Es geht um William, richtig? Ja, Sie sagten, dass seine Leiche Verbrennungen aufwies. Ja, im Brustbereich, um genau zu sein. Und? Und was? Als wir uns gestern sprachen, sagten Sie mir, Sie würden mir mehr darüber erzählen. Darum bin ich hier. Habe ich das gesagt? Nun, ich kann nur das wiederholen, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Massive Verbrennungen im Brustbereich, verursacht durch einen unbekannten Gegenstand. Ist das alles? Ein unbekannter Gegenstand? Was Sie sagen, ist anders als das, was Sie mir bereits erklärt haben. Ich erinnere mich nicht. Das waren sowieso nur anfängliche Theorien. Ich habe alles im Obduktionsbericht festgehalten. Soll ich daraus zitieren? Das wird nicht nötig sein. Offenbar hat Dr. Herman seit gestern sein Gedächtnis verloren. Warum verheimlicht er, was er mir ursprünglich erklären wollte? Dieser Obduktionsbericht würde mich interessieren, aber nicht in seinem Beisein. Okay. Er hat ja was weggeschmissen. Alter, das mit dem... Tut mir leid, wenn ich mich jetzt so oft aufrege über diesen scheiß Sound, aber irgendwie durch dieser ganze Regen... Obenauf liegen viele zerrissene Papiere. Jemand hat sie erst vor kurzem weggeworfen. Sie sind noch nicht feucht. Ich sehe sie mir an. Der Regen macht hier alles echt ganz schön schlimm. Und bevor wir das angucken, ich glaube, da müssen... Oder wobei, da kommt wahrscheinlich Musik, dann wird das wieder passen. Jemand hat ihn in Stücke gerissen. Offenbar sollte ihn niemand lesen. Ja, jetzt fehlt die Musik. Ja, hier spinnt's genauso. Ich würde sagen, das machen wir woanders. Nicht hier. Dann funktioniert das eventuell auch wieder mit der Musik. Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Okay, kommen wir nochmal rein? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwie einbrechen oder so. Schlüssel haben wir ja nicht. Ich sollte klingeln. Okay, wir klingeln mal nochmal. Vielleicht können wir nochmal irgendwie rein. Wobei ich das bezweifle. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Ah, jetzt können wir uns nämlich hier ein bisschen umschauen. Sehr schön. Eine Nachtfaltersammlung. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Arten gibt. Hier geht's hoch. Oben sind wahrscheinlich Hermans Privaträume. Da gehe ich nicht hin. Okay, ja gut. Mir ist schwindelig. Hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen und kann gut einschlafen. Hier wäre noch ein Skelett. Ein menschliches Skelett, das die Halle mit starrem Blick beobachtet. Wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit. Okay, hier scheint wohl nichts Wichtiges zu sein. Aber hier spinnt der Ton nicht, also... Gehen wir das mal an. Oh doch, der Ton spinnt. Sehr ärgerlich. Gut, da lässt sich jetzt nichts dran ändern. Ich würde mal sagen, das kommt hier hin. Vom Buchstaben her passt das, glaube ich. Das legen wir mal hier hin. Das könnte hier hin passen. Ja, immer wenn ich hier was mache, drehe, lege, dann geht die Musik an. Ansonsten
Ich pack das hier. Wahrscheinlich würde ein Neustart das jetzt das Ganze regeln, aber... Naja, gut, zeitlich sind wir eh fast schon wieder drüber, von dem her... lohnt sich das auch nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich hier unten. Haben wir denn irgendwo hier das hier vielleicht? Ja, sehr schön. Das, nein. Hier so rum. Vielleicht hier. Legen wir es mal dahin. Das ist auf jeden Fall irgendwo unten. Das legen wir mal. Positionieren wir mal hier hin. Oh, wobei das genau hier. Nee, das passt da nicht hin. Okay, okay. Okay. Haben wir denn hier irgendwo ein Teil, was hier oben rein... Gut, die Frage ist, passt das hier überhaupt? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was haben. Das passt eigentlich erstmal nirgends hin. Das sieht doch gut aus. So, und jetzt passt auch das untere Teil. Sehr schön. Dann gucken wir mal... Das wird wahrscheinlich hier unten sein. R. Ah, könnte Robert sein. Oh, das passt doch wieder, oder? Schafgebiss. Ich hick nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht genauso wenig Sinn. Das hier macht schon mehr Sinn. Das macht auch Sinn, oder? Forschung mit meiner R. Aber R ist auch kein Sinn. Monat gibt. Nee. Passt da auch nicht so wirklich hin. Das passt hier wiederum hin. Ah, wir kommen der Sache schon näher. Aber warum ist das hier falsch? Oh, dann ist der Buchstabe doch falsch rumgedreht. Dann kommt das hier hin. Das kommt wiederum hier hin. Von der Farbe her passt das hier wunderbar rein, oder nicht? Doch, das passt hier rein. Dann ist das unser letztes... Wir haben kein Randstück mehr. Hä? Fehlt hier irgendwas? Das ist mein einziges Randstück. Hier, das kleine Fetzelchen fehlt. Ich hoffe, das brauchen wir nicht. Das wäre nämlich ziemlich mies. So... Oh, sogar das Gespräche ist verbuggt. Meine nächste Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alles ist glatt verlaufen. Niemand ahnt etwas. Und so wird es bleiben. Vergessen Sie nicht, das, was ich hier mache, dient der Forschung. Vergessen Sie nicht. Das, was ich hier mache, dient dem Fortschritt und der Wissenschaft. Und ohne Ihre Hilfe könnte ich meine Forschung nicht weiter betreiben. Ich schicke Ihnen meine Ergebnisse wie üblich... innerhalb des nächsten Monats. Ha, Herman ist wahrscheinlich der Empfänger. Aber wer versteckt sich hinter dem R? Über was für eine Sendung sprechen Sie in diesem Brief? Nun, ich würde sagen, da geht... Also R ist Robert, also bin ich mir eindeutig sicher. Die haben ja schon öfters Briefvertausche gehabt. Und es war ja schon beim letzten Mal in diesem anderen Brief war die Rede von einem Paket. Ich denke, das hängt alles irgendwie damit zusammen. Ich bezweifle, dass wir Herman darauf ansprechen können. Aber jetzt können wir uns auch hier ein bisschen umschauen. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Lecker. Sie sind leer. Menschliche Muskelgruppen und Organe, sie sind lateinisch beschriftet. Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren. Das stimmt wohl. Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren. Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen. Ich will sie nicht anfassen. Okay, wir gucken einfach mal alles an. Leere Kanister für Fotoentwickler. Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst. Weiter kann ich nicht gehen, sonst sieht mich Herman. Alles klar. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen, was sich in dem Eimer befindet. Herman verwendet ihn vermutlich bei Obduktionen für Gewebe. Na gut, dann gucken, was wir noch fragen können. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen.
Einen Augenblick. Schnibbel die Schnipp. Also, was führt Sie hierher? Ah. Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja, ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Mhm. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber. Geben Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut, ich komme später wieder. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt wenigstens die Möglichkeit, mal die Bilder entwickeln zu lassen. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in einer weiteren Folge von Black Mirror. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Black Mirror.